Hallo Leute, das ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand und heute werden wir mal ein thailändisches Barbecue essen gehen zum Abendessen und zwar Mukata. Mukata ist Barbecue, wie bereits erwähnt, mit diversen verschiedenen Fleischsorten und natürlich auch haufenweise Gemüse. Schauen wir uns doch mal an, was es hier alles gibt. Viel Spaß mit dem Video. Ja, wer in Thailand ein thailändisches Barbecue essen möchte, hat zwei Optionen. Eine Option ist es, man bestellt in so einem Restaurant, wie wir jetzt sind, so ein sogenanntes Thai Barbecue, also eine Mukata, und bezahlt so circa 6-7 Euro für ein Set. Und dieses Set reicht in der Regel für circa 2 Personen. Und da kriegt man so einen Tischgrill, wie ihr hier sehen könnt. Und dann hat man hier auch noch da, wo man nachher das Fleisch rauf tut, um es zu braten. Und da drin, da ist nachher das Wasser, also die Bouillon, die Suppe. Die haben wir hier. Die dann da reingeschüttet wird und hier über dem Feuer erhitzt wird. Also wir haben hier dann quasi einen Tischgrill. Ihr könnt sehen, es ist hier auch relativ laut. Das ist üblich bei diesen Restaurants oder in Thailand allgemein, weil hier hinten befindet sich die Straße und man hat halt immer wieder so Fahrzeuge, die vorbeifahren und einen Haufen Lärm verursachen. Die zweite Variante wäre ein Mukata, also ein Thai Barbecue All You Can Eat. Und das ist eigentlich die Variante, die ich grundsätzlich bevorzuge. Da gibt es auch genau die gleichen Restaurants, wie wir es hier haben. Nur bezahlt man da pro Person auch 6 oder 7 Euro und kann so viel essen, wie man möchte. Ja, so wird dieses Thai Barbecue korrekt zusammengesetzt. Und hier auf der Seite, wie erwähnt, haben wir die Suppe, wo man das Gemüse reinschmeißen kann. Natürlich auch das Fleisch, wenn man möchte. Oder in diesem Fall hier die Garnelen. Und oben im oberen Bereich, wo das Schweinefett ist, kommt nachher das Fleisch drauf. Da muss man ein bisschen Fett und Butter drauf tun, damit nachher auch das Fleisch nicht kleben bleibt. Ja, wir haben hier das Meeresfrüchte-Set bestellt für 7 Euro. Da haben wir hier Garnelen, dann da hinten die kleineren, dann Lachs, da haben wir Squid, da noch ein Fisch und Muscheln. Zusätzlich, separat für jeweils weitere 40 Baht, haben wir hier Rindfleisch
und da noch etwas Schweinefleisch. Natürlich auch dazu gehören all die verschiedenen Soßen. Vielfach sind die scharf. Und auch noch natürlich das Gemüse und die Reisnudeln. Ja, für viele ist Mukata das thailändische Hauptgericht, beziehungsweise ja, wenn man einen Thailänder fragt, welches Gericht ist dein Lieblingsgericht, dann hört man oftmals, dass Mukata das Lieblingsgericht der Thailänder ist. Es kommt auch noch ein bisschen darauf an, aus welcher Region das sie stammen. Auch Som Tam natürlich, der thailändische Papayasalat ist sehr beliebt. Und zählt auch wie Pad Thai zu den thailändischen Haupt- oder beziehungsweise Lieblingsgerichten. Für die Vegetarier oder Veganer unter euch, theoretisch kann man das Mukata, was ja eigentlich nur Schwein bedeutet, auch rein vegetarisch haben. Also es ist keiner gezwungen hier Fleisch zu essen, sondern es ist auch, besteht die Möglichkeit nur Gemüse zu konsumieren. Wenn man das aber so bestellt, also nur Gemüse, werden die Thais einen wahrscheinlich ein bisschen komisch anschauen, da es hier praktisch niemand so macht. Aber trotzdem, man soll es gesagt haben, es besteht natürlich die Möglichkeit, auch nur Gemüse zu essen. Ja, Mukata ist so ein ideales Gericht, wenn man mit Freunden thailändisch essen gehen möchte. Nicht nur mit Freunden aus dem europäischen, oder sagen wir mal aus dem westlichen Freundeskreis, auch mit Thailändern. Wenn man zum Beispiel einen Thailänder oder eine Thailänderin einladen möchte, um eben essen zu gehen, dann ist es immer eine gute Wahl, wenn man eben Mukata essen geht. Viele Thais mögen vor allem auch dieses Thai Barbecue mit Seafood, so wie wir es heute bestellt haben. Die Meeresfrüchte-Version, da gibt es natürlich ganz, ganz große Auswahl. Oder was ich halt einfach nach wie vor bevorzuge, ist das All You Can Eat, wo du dann auch wirklich ein riesiges Buffet hast mit Meeresfrüchten, mit Fleisch, Fisch und teilweise oder meistens auch noch Sushi und Nachtisch und Getränke, also Softgetränke sind auch noch dabei und das meistens so für ca. 7 bis 8, 9 Euro, was schon extrem günstig ist für so eine große Auswahl an Nahrungsmitteln. Ah ja, was natürlich auch noch dazu gehört, was ich vergessen habe, ist vielfach noch eine Flasche thailändischer Rum, so wie zum Beispiel Seng Som oder Hong Kong, den man dann auch zu diesem Barbecue konsumiert, vielfach eben auch mit Freunden und bei Thailändern sehr, sehr beliebt. Wobei bei uns gibt es das heute nicht, weil wir beide noch fahren müssen, daher verzichten wir heute auf den Alkohol. Ja, das Ganze, was ihr gesehen habt jetzt auf dem Video, hat 11 Euro gekostet, mit den Getränken etc. 11 Euro. Jedoch, weil es nicht Buffet war, nicht All You Can Eat war, bin ich noch nicht satt. Ich hätte natürlich auch dort noch mehr bestellen können, aber jedes Mal für ein bisschen Fleisch, so ein kleines Plättchen Fleisch, was 2-3 Häppchen sind,
wieder 2 Euro zu bezahlen und wieder habe ich gedacht, nee, wir gehen jetzt ein bisschen weiter vorne zu einem lokalen Markt und schauen dort noch, ob es was Köstliches gibt, um eben noch, ja, noch schnell den Magen richtig zu füllen. Ihr wisst, was ich meine, vor allem die, die auch schon in Thailand waren. Ja, wir sind jetzt da noch runter an den Strand in Cham und schauen jetzt da, ob wir noch irgendwo Roti bekommen oder Pancake, noch irgendwas Süßes. Da haben wir ihn auch schon gefunden und bestellen doch gleich hier einen Roti. Die es nicht kennen, ist so eine Art süßer Teig mit Bananen, Schokolade, Eier. Da kann man selber ja, sagen, was man möchte. Hier hat man auch eine Liste. So kann man auswählen, was man will. Ich habe jetzt hier Bananen, Schokolade, Roti bestellt. Das wird dann auch hier alles zubereitet. Schauen wir doch mal zu. Wir machen es uns jetzt noch ein bisschen gemütlich hier am Cha'am Beach und genießen den feinen Roti, der hier zubereitet wurde. Das ist jetzt der meiner Frau mit Eier und Bananen. Ja, und der schaut richtig gut aus. Mm. Ja, da kommen wir doch zum Nachtisch. Den Roti mit Banane. Zubereitet von diesem netten jungen Thai, den wir vorher gesehen haben. Auch sehr, sehr sauber zubereitet. Also diese Straßenküche war wirklich blitzeblank. Und so schmeckt dieser Roti auch sehr gut. Und ich denke auch, ich werde von diesem sicher keine Beschwerden haben. Ja, Aloy Mag. Sehr, sehr gut. Ja, das, was das Seafood-Restaurant nicht geschafft hat, nämlich ja, mich satt zu machen, das macht jetzt dieser Roti. Eigentlich wollte ich euch heute so ein Mukata-Restaurant zeigen. Mit oder All You Can Eat. Was mir aber leider nicht gelungen ist, da das Restaurant, wo wir eben gegessen haben vorher, leider nicht mehr All You Can Eat ist. Und im Moment schaut es ein bisschen so aus, dass aufgrund der wenigen Touristen, die zurzeit nach Thailand reisen und vor allem auch hierhin nach Cham, sei es jetzt oder seien es jetzt Chinesen oder auch die Europäer, haben die Thais nicht so viel Kundschaft, was jetzt beim letzten Restaurant dafür, oder, ja, dafür gesorgt hat, dass sie kein Buffet mehr haben, weil einfach die machen ja normalerweise den Umsatz mit der Menge. Also je mehr Leute das kommen, desto mehr verdienen sie und daher können sie auch sehr, sehr gute Preise machen. Eben All You Can Eat für irgendwie 6 oder 7 Euro pro Person. Ja, und im Moment bleiben die Leute weg und daher gibt es kein All You Can Eat, sondern nur ein einziges. Ja, man muss ab der Karte bestellen und das kostet dann gleich viel wie eigentlich All You Can Eat für eine einfache Mahlzeit. So, meine Frau muss noch in den 7-Eleven was besorgen. So,
So, Jui hat noch einen Einkauf getätigt. Mal schauen, was sie da wieder alles gekauft hat. Nee. Ja, das war's von unserer kleinen Thai-Food-Tour heute. Mehr Videos zum Essen in Thailand findest du hier in den Karten. Schau doch mal rein und dann bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus Thailand.